Hey Jakob, ich bin in einer Minute da, offiziell. Ja, locker Stress, locker Stress. Du hast sogar nur 2 Minuten. Wir haben da Prometheus-Poster hängen. Ja, Medizinstudenten. Ah. Immer diese Anatomie. Ist zum Glück schon vorbei. Ja, bei mir. Grüß dich, Irmgard. Hallo Jakob. Sag mir mal schon doch, du lässt mich nicht hinein. Na, 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 natürlich lasse ich dich herein. Sicher doch. Hörst du mit? Ja, sicher tue ich mit. Vielleicht mit der 8 Kilo Kettlebell, aber auf jeden Fall tue ich mit. Nein. Ich habe mir extra 16er geholt beim Andi. Ja, das ist selber schuld. So. Hallo. Hallo. Okay. Ja, ihr, das ist mein bester Freund momentan. Ja. Wieso das? Bist verletzt? Na, aber. So. Weil ich hätte 12er da gehabt und bin aber dann extra zum Andi gefahren und habe mir 16er geholt, weil ich mir gedacht habe, ein bisschen anstrengen muss ich mich schon. Die ist zu schwach. Ach so. Es ist so mühsam alles mit dir. Sodala. Jawohl, Ben, bist du das? Sehe ich das richtig? Ja, hi. Ja, yes. Wunderbar. Ich glaube, somit sind wir sogar schon vollzählig. Schauen wir nochmal. Die Nicole würde noch fehlen. Aber ja, ich würde jetzt einmal sagen, Dimi, bist du bereit? Passt. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt einmal los. Falls die Nicole, die Nicole, noch dazu kommt, sehen wir es dann oder sehe ich dann eh. Und genau, die lassen wir gegebenenfalls noch dazu. Ansonsten starten wir los. Unser Programm für heute ist was Kurzes. Naja, okay, so kurz ist es. Benannt Jingle Bells Rock. Das Ganze auch Zeit 111 Kettlebell Swings. Wir machen Full American Kettlebell Swings, also jedes Mal ganz nach oben. Und jedes Mal, wann wir aufbrechen, also sagen wir, wir machen 20 Kettlebell Swings im ersten Satz. Dann machen wir einen Wall Walk. Dann machen wir als nächstes 10 Kettlebell Swings, also gesamt bei 30. Dann machen wir 2 Wall Walks. Mit jedem Mal, das ihr weiter aufbrecht, bis ihr die 111 habt, macht ihr einen Wall Walk mehr. Ich hoffe, ihr habt alle einen Platz für die Wall Walks. Hat jeder?
wieder einen Platz für die Volvox? Ja. Ja, ja, ja. Passt. Gut. Genau, und das war es auch schon wieder. Also das ist das heutige Programm. Gewitter. Level 1, 16, 12. Level 2, 24, 16. Und Level 3, 32, 20 Kilo. Kettlebells, beziehungsweise wer keine Kettlebells zur Verfügung hat, natürlich Kurzhanteln. Gut. Dann starten wir jetzt mal mit einem Aufwärmen und starten gleich mal mit 5 Tiptoes. Also, gehen nach hinten. Bam. Beidbeiniger hüftbreiter Stand nach unten. Mit den Händen nach vorne in den Stütz. Herren 2 Push-Ups, Damen 1 Push-Up. Und wieder Schultern durchgestreckt und mit den Händen wieder nach oben. Dazu. Und noch 4-mal. Gut, wenn wir die 5 haben, gehen wir in den Langsitz und machen 10 Rollovers. Einmal nach vorne, Berührung bei den Füßen vorne und dann nach hinten. Einmal gerollt und hinten die Füße am Boden. Gut. Dann nach den 10 stehen wir wieder auf. Gehen in einen breiten Grätschstand. 10 Spitzen leicht nach außen gedreht. Ja, Anna, darf nur viel breiter sein. Machen 10 Cossack Squats. 5-mal links runter und 5-mal rechts runter im Wechsel. Gut. Jawohl, dann wenn wir das haben, dass wir die hintere Kette, weil die werden wir halt gut brauchen, nochmal ein bisschen aufmachen, machen wir 10 Monkey Squats. Also schulterbreiter Stand, 10 Spitzen nach außen, greifen nach unten mit gestreckten Knie unter die 10 Spitzen hinein. Dann ziehen wir uns in einen Squat, Arme lösen und aufgestanden. Das Ganze 10-mal.
Gut. Und dann letzte Aufwärmübung. So, nehmen die Arme verschränkt hinter den Kopf, beugen leicht die Knie und dann gehen wir mit gestrecktem Rücken nach unten in einen Good Morning, bis wir hinten in die Hamstrings einen ordentlichen Zug spüren und wieder hoch. Das Ganze wieder 10 Mal. Gut. So, dann dürft ihr alle mal eure Kettlebell schnappen. Gut, und dann starten wir mal an der Kettlebell mit 10 Kettlebell Deadlifts. Gehen runter, gerader Rücken, beugen die Knie, bis wir den Griff der Kettlebell erreichen und dann hoch bis zur Hüfte und wieder runter für 10. Gut, danach die Kettlebell wieder kurz abgesetzt. Jawohl. Gut, einmal die Arme ausgeschüttelt und dann heben wir die Kettlebell wieder auf und machen 5 Russian Kettlebell Swings bis auf Kinnhöhe. Heißt, schwingen einmal durch und schwingen bis zum Kinn. Und dann machen wir noch zum Abschluss 5 volle American Kettlebell Swings über Kopf. Gut. Ben und Anna, probiert's mal bei den Kettlebell Swings. Euch nicht, wenn die Kettlebell da so runterkommt, so reinziehen lassen, sondern da Brust aufrecht, Kopf blickt immer nach vorne und dann bleibt es immer schön da. Das mal hergeschaut. Nicht das, sondern das passiert. Nicht so. Kurz mein Zimmer zerstört. Ja, viel besser. Sehr gut. Ben, mach auch nochmal. Ja, sehr gut, Ben. Super. Gut. Ja, bei den anderen hat es gut gepasst. Wunderbar. Jawohl, dann hätten wir die Kettlebell, den Kettlebell-Teil schon aufgewärmt. Und gehen über zu den Wallwalks. So, bei den Wallwalks, wir starten in einer Bauchlage vor der Wand. Die Füße berühren mit den Sohlen die Wand. Von da drücken wir uns in einen Stütz und eine Pike-Position.
also so eine Pyramiden, genau. Von dieser Pyramide geben wir einen Fuß an die Wand, den zweiten dazu und dann mit den Händen nach oben, beziehungsweise zur Wand, so weit wie es geht und wieder retour. Das Ganze machen wir gleich dreimal. Also wer jetzt schon gemacht hat, noch zwei. Jawohl. Gut so. Sehr gut. Wichtig, bei den Wallwalks, auch vor allem dann später im Workout, wenn ihr schon bei 3 oder 4 Wallwalks dann seid, aufpassen darauf, dass ihr im Bauch bzw. im Rücken dann nicht so durchhängt, wenn ihr über Kopf seid. Andern. Schön gerade, Bauch anspannen, dann wir zumindest versuchen, dem Hohlkreuz vorzubeugen. Gut, dann jetzt als Vorbereitung fürs Workout nochmal 3 Minuten Vorbereitungszeit bzw. Trinkpause und dann starten wir los. Anna, hast du Handgelenkschmerzen? Ja, ein bisschen, aber geht schon. Ich sehe alles. Du kannst sonst noch. Warte mal. Tada. So machen, beziehungsweise so. Einfach so ein bisschen die Handgelenke drüber dehnen, nur schnell. Jeweils 10 Sekunden halten. Okay. Und dann könnte es ein bisschen angenehmer sein. Jawohl, genau, dann drehst du es mal um. Jawohl, und dann gehst du nochmal drüber mit dem Gewicht. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz das Workout durch. Wir starten an der Kettlebell, machen im ersten Satz so viele Kettlebell Swings, wie wir schaffen oder, oder ihr brecht es schon vorher auf, je nachdem mit welchem Plan ihr ins Workout geht. Sobald ihr aufbrecht, macht ihr einen Wallwalk. Dann nach dem Wallwalk greift ihr wieder zur Kettlebell, macht wieder eure Kettlebell Swings. Wenn ihr den wieder aufbrecht, 2 Wallwalks. Und so weiter, immer einen Wallwalk mehr, bis wir bei 111
Kettlebell Swings sind. Zeit für das Ganze haben wir 25 Minuten. Und irgendwie, du hast mir überredet, ich nehme auch die 32er. Du bist ja gleich fertig. Na cool. Ja, 111 mit der 8er Kettlebell, die kann ich wahrscheinlich durch. Ja, eben. Du machst aber, ja. Sehen wir deine Uhr? Geteilt, ja, die seht ihr dann. Okay, brauchen wir keine herstellen. Ich stelle wieder so auf, dass das da ersichtlich ist, hoffentlich. Ja, genau. Mein Plan für das Workout wird sein, dass ich immer quasi nur ein bisschen Spaß habe, dass ich nicht gleich all out gehe im ersten Satz und sagen wir mal, aus immer 30 Kettlebell Swings mache und danach brauche ich 5 Minuten Pause. Mhm. Sondern ich schaue eher, dass ich ein bisschen weniger mache. Dafür muss ich nicht so lange Pause machen. In der Hoffnung, dass ich dann im Endeffekt schneller bin. Aber schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Dafür mehr Wallwalks. Ja, weißt du, die tun mir nicht so weh. Ich bin nicht so groß, Timmy. Gut. Dann tun wir mal die Zeit rein. 25. Gibt's noch Fragen? Oder ist alles klar? Das hört sich nicht nach Fragen an. Gut, dann alle bereit machen zur Kettlebell stellen und wir starten in 10 Sekunden. Eins und los geht's.
23 sind durch. Sechs Minuten haben wir. Ja, Cap. Wie war nochmal das Timecap? 25. Ah, okay. Bist du fertig?
39. Oi. Ehrlich. So ernst da. Also. Da lacht mein Großvater jetzt. Jawohl. Ben, wie viel hast? 100. Jawohl, 11 gehen wir. Easy peasy. Fertig. Das schaut gut aus. Alle locker fertig waren. 25 Minuten Timecap. Alle 10 Kilometer man kennen. Oh.
War es für euch wenigstens auch so schlimm wie für mich? Ja. Sehr gut. Ja, gut. Gut so. Na cool war's. Findest. Ja, besser wie gedacht. Also ich habe die Wallbox ganz lustig gefunden. Mach die Wallbox. Wir hatten letzten Mittwoch sowas wieder mit Wallbox und das war deutlich schlimmer. Heute ging es wieder bei mir. Ja, einfach also, gar nicht so viel. Neun. Oder? Bin ich jetzt steppert? Ah, du hast mehr gemacht. 10 habe ich gemacht. Wow. Okay. 10. Das ist schon spät. Aber bist du bei der 5. Runde Rollworks aufgekommen, oder? Nein, ich habe 20 Kettlebell Swings gemacht, dann an 20-2, 20-3. Mhm. Nein, jetzt warte. Ja, dann ja. Nochmal 20 auf 80, dann 4. Und dann habe ich 31 Kettlebell Swings gemacht. Boah, verreckt. Na, dann 10 Rollworks. 3 plus 2, 5, 6, 10, ja. Ja. Ja, das passt, das geht. Ja, gut. Wunderbar. Cool, danke, Jakob. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, nächste Woche sehen wir uns wieder live. Live und live. Genau. Gut, dann einen schönen Ciao. Abend. Und ciao, bis nächste Woche. Okay, tschüss.